Ja, kommen wir zum zweiten Vortrag. Raphael Hildebrand. Hildebrand. Klingt nicht so gut. Und das zeigt schon, er ist in Spanien, in Madrid geboren und auch da groß geworden erstmal, ne? Und auch dort aus seiner Astrologie erste Kontakte gehabt und dann Bitte? Richtig Ausbildung gemacht. Oder? Richtig eine Ausbildung, ja, also schon mehr als nur der erste Kontakt, ja. Und dann hat er in Hamburg studiert. Das ist richtig, in der Psychologie und Religionswissenschaften. Ja, also da das ist natürlich ein bisschen ähnlich. Und dann hat er auch Bitte? Ich muss ja auch jetzt hier nicht die Dinge erwähnen, man kennt dich ja auch schon, aber ich denke, das ist so etwas, was wir jetzt, dann war bisher dein Geheimnis, jetzt wissen es alle. Und auch Gestaltungstherapeut so gemacht, ne? Und er ist ja auch unser zweiter Vorsitzender vom DAV und auf einem, ja, weißt du auch mal, wo ein Buch drin Sätze, das war bei der himmlischen Matrix. Auch im Astrologer-Verlag zu erhalten. Okay, ja. Okay, dann bin frei für dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war ja schon letztes Mal in Köln bei der letzten Tagung Astrologie und Astronomie. Das fand ich sehr, sehr schön. Habe ich sehr genossen. Gerade so eine kleine Runde auch mal mich auszutauschen, zu diskutieren. Das fand ich immer weniger in so großen Tagungen. Das finde ich hier besonders reizvoll. Ich weiß nicht, ob ich von hier aus mit dem. Gut, ich habe diesen Vortrag, diesen ersten Vortrag, das Geburtshoroskop im Kontext traditioneller Seelenkunde und Spiritualität genannt. Ich möchte durchaus auch eine Brücke bauen oder auch eine diese Spiritualität, auch wenn es traditionelle Spiritualität ist und Seelenkunde, sie auch in einen modernen Kontext stellen. Mein Vortrag ist nicht religionswissenschaftlich in dem Sinne, sondern ich möchte mehr sozusagen von innen her mal eintauchen in diese Texte, Weisheiten, in diese Lehren und von da aus mal ein Verständnis für das Geburtshoroskop gewinnen. Ja, das Wort Religion, in dem Wort Religion steht ja Rückverbindung, Religio, Rückverbindung. Und wir haben hier jetzt einen ganzen Vortrag gehört, der ganz schön, glaube ich, zum Ausdruck gebracht hat, wie die Religion oder diese Transzendenz, dieses Transzendente, zu dem rückverbunden wird, eigentlich von der Astrologie sehr, sehr schwer wegzudenken ist. Sicherlich gibt es astrologische Strömungen oder astrologische Ansätze, die versuchen damit völlig ohne den Transzendenten auszukommen. Aber meines Erachtens sind das Sackgassen oder haben sich immer wieder auch als Sackgassen erwiesen. Zunächst mal die Astrologie oder Sterne, wie hier in diesem Bild mit Mond, Sonne und Venus auf einer sumerischen Stele, das sind, die Sterne sind als Götter, wie wir gesehen haben, gedacht gewesen oder als Götter wahrgenommen worden, mit denen man auch kommuniziert werden konnte, oder als sichtbare Erscheinung, als physische oder leibliche Erscheinung von Göttern, als Vehikel für Götter. Ja? Und das ist wahrscheinlich, oder dass wir wüssten, die älteste Form von Astrologie. Die älteste Form von Astrologie, dass wir wüssten, ist eigentlich eine Astralreligion, ja, oder eine religiöse Astrologie.
Das heißt, von vornherein, wenn man jetzt mal geschichtlich denkt, ist Astrologie mit Sicherheit nicht davon zu trennen. Später in der Symbolik auch der monotheistischen Religion, man denkt sogar an der Apokalypse, hier ist es so ein Abbild von dem himmlischen Jerusalem, als eines von vielen, vielen Beispielen, was man bringen könnte, da ist ganz klar erkennbar eine astrale oder astronomische Symbolik, ja, die als Bildsprache, als Symbolsprache benutzt wird für christliche Botschaften oder für christliche Visionen. Man denke auch an die 12 Apostel oder man denke auch an die drei Sterndeuter, die kommen, um den Christus zu huldigen und so weiter. Und letztlich, das Analogieprinzip, mit dem wir in der Astrologie arbeiten, verweist unweigerlich auf eine transzendente Ebene, denn wie die Analogie wirkt, oder warum sie wirkt, ist etwas, was wir in unserem dreidimensionalen oder vierdimensionalen raumzeitlichen Kontinuum irgendwie nicht erklären können. Es gibt immer etwas, was uns da entgeht. Warum ist das so? Warum wirkt diese Analogie? In Analogie können wir sagen, ja gut, es ist ein psychisches Phänomen, wir machen Analogie in unserem Geist. Aber in der Astrologie gehen wir ja schon weiter und sagen, da gibt es etwas, was wirkt, was sich sozusagen analog tatsächlich auch ergibt und erfahrbar ist. Ja? Und das uns eben auch zu einer Evidenz führt, dass die Astrologie eben auch funktioniert. Gut. Nun, ich möchte mal anfangen mit einem Text, der wahrscheinlich der älteste Text ist, in dem die Karma-Theorie oder die Karma-Lehre vermittelt wurde. Ich lese mal vor. Das ist der Kontext, das ist die Upanishaden. Das ist alles der Upanishaden und der Kontext ist, dass ein Schüler den Meister, den Jajñavalkya, fragt. Und zwar fragt er ihn, wenn nach dem Tod dieses Menschen seine Rede in das Feuer geht, sein Odem in den Wind, sein Auge in die Sonne, sein Manas, das heißt sein Geist, in den Mond, sein Ohr in die Kohle, sein Leib in die Erde, sein Atman, das könnte man übersetzen, seine Seele oder sein Seelenkern, in den Akasha, das ist der Äther, von dem wir auch schon gehört haben heute, seine Leibhaare in die Kräuter, seine Haupthaare in die Bäume, sein Blut und Samen in das Wasser. Wo bleibt dann der Mensch? Das ist die Frage, die er stellt. Und Jajñavalkya sprach dann, fasst mich Arthapada, mein Teurer, an der Hand, darüber müssen wir beide uns allein verständigen, nicht hier in der Versammlung. Man kann diese Textstelle so interpretieren, als ob hier jetzt eine Lehre kommt, was irgendwie nicht für die Ohren der Allgemeinheit oder für die Ohren der weiteren in der Versammlung Anwesenden adressiert ist. Und dann gingen die beiden hinaus und beredeten sich. Und was sie besprachen, das war Werk, Karma. Und was sie priesen, das war Werk. Für wahr, gut wird einer durch gutes Werk, böse durch böses Werk. Hier taucht eben das Wort Karma auf. Karma, das Wort Karma bedeutet Werk oder bedeutet Handlung. Und impliziert, dass eine Handlung, jedes Werk, jede Handlung auch eine Konsequenz hat, eine Antwort auch ergibt. Ja? Was wir heute oft unter Karma verstehen, ist mehr im Grunde die Konsequenz oder die Folge oder die Antwort auf das, was der Mensch handelt oder wirkt. Ja? Das Wort Karma, wie gesagt, das muss man ganz klarstellen, bedeutet wirken. Nun, diese Textstelle, dieser Text in diesem Upanishad,
Ich habe diese Textstelle stammt aus, wir wissen nicht genau von wo, aber das stammt aus dem 6. Jahrhundert vor Christus wahrscheinlich. Also es scheint auf jeden Fall vorbuddhistisch zu sein. Und das scheint eben die erste Textstelle zu sein, wo Karma-Lehre erscheint. Es gibt auch noch andere Stellen in diesem selben Upanishad, wo das ausgeführt wird und die dann in der buddhistischen Lehre aufgegriffen wird. Und dort in der buddhistischen Lehre wissen wir ja, dass die Karma-Lehre eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Wie in Indien ja auch. Nur in den alten Veden, in den alten Rigveda und in den Yajurveda und diese alten vedischen Schriften, da taucht diese Lehre nicht auf oder nicht explizit auf. Man kann sie vielleicht hineininterpretieren, aber sie wird nicht explizit ausgesprochen bis zu dieser Stelle. Und ich habe mich, ich möchte hier mal eine These aufstellen, die werde ich hier nicht beweisen können, aber es ist eine, finde ich, eine mal interessante Gedanke, mal dem nachzugehen. Und zwar, offenbar muss ich irgendwie hier reingehen immer. Und zwar, wir können sagen, die alte Astrologie, die Astrologie aus der Vorzeit, vor den Upanishaden, ja, um das mal so als Rahmen zu nehmen, erstmal, war eine Astralreligion. Und diese Religion hatte zum Zweck, vor allem rituelle Handlungen, Opferungen, die Gunst der Götter herbeizuführen, hatte den Zweck auch mehr für die Gemeinschaft, ja, Voraussagen zu machen. Es war keine Astrologie, die sich bezog auf das einzelne Individuum. Die Elektionsastrologie ist wahrscheinlich die älteste Form von Astrologie, wenn man bedenkt, dass die Wahl eines Termins oder eines Zeitpunktes, um eine bestimmte Kulthandlung zu vollführen, wahrscheinlich die erste Form von Elektionsastrologie war, aus der später dann auch die moderne Elektionsastrologie letztendlich entstanden ist. Wir können also diese Form von Anwendung der Astrologie finden in den alten vedischen Zeit. Wir können sie finden in der mesopotamischen Astralreligion. Und dann scheint dieser Gedanke des Karma und der Wiedergeburt scheint zu korrelieren in der Zeit mit der Entstehung der Nativitätenastrologie. Die ersten Nativitäten, die wir kennen aus der mesopotamischen Zeit, die fallen in das 5. Jahrhundert vor Christus. Also man hat keine älteren Horoskope, was nicht bedeutet, dass es vielleicht noch ein paar ältere gibt, ja? Aber die Nativitätenastrologie ist nicht etwas, was von vornherein gab, sondern das in dieser Zeit entstanden ist. Und ich möchte einfach mal hier eine Korrelat mal aufzeigen, das ist dieselbe Zeit, ungefähr die Zeit, in der eben auch diese Gedanken über das Karma und die Wiedergeburt zum Vorschein kamen. Und dieser Gedanke des Karma ist ja etwas ganz Spannendes, weil das bedeutet ja eigentlich, im Gegensatz zu dem, was man heute hoffe ich denkt, im Grunde bedeutet diese Karma-Lehre, dass der Mensch der Schöpfer ist seines eigenen Schicksals. Nicht, dass der Mensch ein Opfer seines Schicksals ist, sondern der Mensch der Schöpfer seines eigenen Schicksals ist. Karma-Lehre sagt nämlich, so wie du wirkst, so wie du bewirkst, wie du etwas ins Werk setzt, so wirst du natürlich auch bestimmte Früchte ernten. Das heißt, es liegt in deiner Verantwortung, ja, könnte man sagen, nach der Karma-Lehre, was du ins Werk setzt und was du dann schließlich auch geerntet hast oder ernten wirst. Insofern ist die Karma-Lehre in dieser Zeit wandelt sich das religiöse Verständnis der Menschen und scheint vielmehr den Einzelmenschen mit seinem Einzelschicksal sozusagen ins Blick zu fassen, weg von der mehr kollektiv angelegten Astrologie, die es vorher gab. Und so in diesem Kontext scheint eben auch die Nativitätenastrologie zu entstehen.
Das ist eben etwas, was wir finden in den Upanishaden, wie ich vorher gezeigt habe, und im Platonismus und auch im Hermetismus, also die alten philosophischen Richtungen und die Hauptrichtungen, die auch gerade die Astrologie eingebettet ist, die zeugen eben auch von diesen Gedanken. Damals wurde das als Trost empfunden oder Weiterhilfe. Also im Moment kommt bei mir dann, oh Gott, ist ja furchtbar, wenn ich alles, was ich erlebt habe, selber bewirkt habe. Es ist auch ein Akt der Freiheit. Ja, schon. Klar, ist es eine Freiheit. Ja. Aber ich finde es nicht häufig. Ja, mach das an, wenn du meinst. Ich will einfach weiter, das wollen wir am Ende vielleicht nochmal drüber diskutieren. Das ist vielleicht nochmal eine spannende Geschichte, ja. Halten Sie mal jetzt auf. Ja. Also, das mal diesen Gedanken weiterzuführen, das kann man wieder in den Upanishaden gelehrt wird. Da heißt es an einer Stelle: Wahrlich, dieses Selbst ist das Brahman. Atman und Brahman werden gleichgestellt, immer wieder in den Upanishaden. Das ist ein Kerngedanke der Upanishaden, das Atman. Und das Brahman sind eins. Eigentlich eine, der christliche Gedanke, dass Christus und Gott wesensgleich sind, ja, ist ein ganz, ganz ähnlicher Gedanke, wenn ich jetzt nicht derselbe Gedanke, der hier ausgesprochen wird. Das Selbst ist das Brahman, bestehend aus Erkenntnis, aus Manas, aus dem Geist und unserem Wahrnehmungsvermögen, was ja mit dem Mond in Verbindung gebracht wird in der vedischen Astrologie, aus Auge, Ohr, besteht aus Erde, aus Wasser, aus Wind, aus Äther, besteht aus Feuer und nicht aus Feuer, aus Lust und nicht aus Lust, aus Zorn und nicht aus Zorn, aus Gerechtigkeit und nicht aus Gerechtigkeit, bestehend aus allem. Also auch aus dem, was das Gegenteil von Gerechtigkeit ist. Und auch bestehend aus dem, was das Gegenteil von Lust ist. Ja? Wirklich alles, das wird ganz klar ausgedrückt. Sagen, nicht nur das Gute oder nur ein Teil der Realität ist das Brahman, sondern alles ist das Brahman. Und je nachdem er handelt, das Selbst, dieser Atman, diese Seele, handelt, je nachdem er wandelt, danach wird er geboren. Darum für wahr heißt es, der Mensch ist ganz und gar gebildet aus dem Begehren, Karma. Das ist ein Satz, der natürlich etwas zum Nachdenken anregt, meines Erachtens. Gott, wenn Gott allmächtig ist und wenn Gott vollkommen ist, dann widerspricht sich eigentlich, dass Gott etwas begehrt. Weil wenn er etwas begehrt, im Sinne von es fehlt ihm etwas, dann wäre er nicht mehr allmächtig oder wäre er nicht mehr vollkommen. Wir können das aber auch so verstehen, wie das dann auch im Platonismus und im Neoplatonismus auch zum Ausdruck kommt, nach meiner Interpretation jedenfalls, dass Gott sich verwirklichen will, dass Gott Wirklichkeit werden will und in dieser Form die Schöpfung, eine Emanation, ja, ein Wirklichwerden dessen ist, was Gott ist, was sozusagen in dieser transzendenten Zustand für uns auch völlig außerhalb jedes Verständnisses, jedes Erfassungsvermögens ist. Das ist zum, und dieses Begehren kann man hier auch verstehen als ein Begehren zu werden, ein Begehren zu sich zu entfalten, sich zu verwirklichen. Und je nachdem sein Begehren ist, danach ist seine Absicht. In der Vereinzelung, ja, der Seele, in der Individualisierung, ja, entstehen natürlich unterschiedliche Formen und Ausprägungen dieses Begehrens, ja, dieses Wollens, diese Absichten, ja, die entstehen. Und aus diesen Absichten werden dann schließlich ein Werk, wird dann Karma. Ja. Und je nachdem er das Werk tut, danach geht es. Das ist die Quintessenz der ganzen karmischen Lehre, die wir eben auch in der weiteren Literatur, auch im Westen, angefangen bei Pythagoras und den Platonikern. Und hier auch ein Beispiel aus dem Sefer HaZohar, das ist eines der Hauptwerke der mittelalterlichen Kabbala. Da steht an einer Stelle, das ist ganz, ganz deutlich ausgedrückt,
Wie zahlreich und wie wunderlich sind die Zyklen der Seele, wahrlich alle Seelen sind der Seelenwanderung unterworfen. Aber die Menschen nehmen die Wege des Allerheiligsten nicht wahr, wie die sich drehende Waage errichtet ist und Menschen gerichtet werden an jedem Tag und zu jeder Zeit, sowohl bevor sie in die Welt kommen, als auch wenn sie aus der Welt gehen. Aber der Kerngedanke, der hier ausgedrückt ist, ganz klar, auch im Judentum, zumindest im mystischen Judentum, dass die Seelenwanderung eine Realität ist. Und dass dieser ganze Zyklus der Seelenwanderung auch einhergeht mit einer Art, hier wird es dargestellt, also in dem Bild der Gerechtigkeit, ja, eine Art Balance, die immer wieder hergestellt werden muss zwischen dem, was wie der Mensch wirkt. Das steht jetzt alles nicht so aus, explizit drin, aber das wäre die indische Interpretation zumindest, ja, dass sozusagen dann durch eine Antwort, durch eine angemessene Antwort wieder in die Balance gebracht wird. Ja. Nachdem wie ich wirke, halte es sozusagen wieder zurück. Ja. Nun, in vielen Religionen, oder in allen Religionen letztendlich, ist aber ein Aspekt von Religion, scheint mir zu sein, einen Weg aufzuweisen, eine Erklärung aufzuweisen, warum Menschen in diesem Leben, ja, warum wir leiden. Ja? Die erste edle Wahrheit von Buddha ist eben, dass wir leiden, dass das Leiden existiert und wie wir sozusagen dieses Leiden wieder auflösen können. Letztendlich ist in den Religionen, zumindest in Religionen, die uns bewusst sind, ist der Gedanke der Erlösung, ja, ein ganz, ganz zentraler Gedanke, wenn nicht vielleicht das letzte Ziel. Ja. Diese Religio, diese Rückverbindung heißt letztendlich auch Erlösung. In der buddhistischen Lehre wird dann eben auch als Weg oder als ein achtgliedriger Pfad, ja, ein achtfacher Pfad, achtgliedriger Pfad der Leidensaufhebung vermittelt. Ja. In der Yoga-Lehre finden wir ganz ähnliche Gedanken, die sind etwas anders strukturiert. Im Christentum finden wir die 10 Gebote, die man auch in dieser Richtung interpretieren kann. Ja, ich weiß, das ist nicht ganz so deckungsgleich. Ich bin nicht nur vom Inhalt her, sondern auch von der Intention her, aber ich denke, auch da finden wir eben eine solche Lehre dessen, wie der Mensch in der Welt, in seinem Leben, wie er wirken kann, wie er sich einklingen kann, sozusagen in das große Ganze, so dass er in der Balance ist und dass dieses Leid aufgehoben wird. Kann ich kurz nachfragen, warum du beim Ursprung des Leidens Hass und Unwissenheit jetzt nicht erwähnst? Das sind ja die drei Ursachen des Leidens, Gier, Hass und Unwissenheit, wobei Unwissenheit ja sogar das eigentlich des Grundübels. Was ist Logik? Hat das einen bestimmten Grund? Ich bin kein Buddhist, das ist jetzt mein Spezialthema. Soweit ich weiß, sind das an die anderen zwei auch untergeordnet der Gier, zumindest nach meiner Interpretation. Es heißt eigentlich nicht Gier, sondern Durst nach Leben. Ja? Der Durst nach Leben ist Ursprung des Leidens und so weiter, Aufhebung des Durstes nach Leben. Ja. Ist dann der Weg der Lösung. Und diese drei Motive, die Sie jetzt genannt haben, die gehören eben sozusagen nicht jetzt in die vier edlen Wahrheiten rein. Okay. Das sind dann nochmal extra drei Grundtypen. Ja. Aber Ursprung des Leidens. Ne? Nicht als Ursprung des Leidens, sondern das ist sozusagen, diese drei Übel sind sozusagen die negativste Interpretation überhaupt des Lebens, des Durstes nach Leben. Durst nach Leben kann ja auch durchaus nicht aus Gier sein, sondern einfach nur leben wollen. Ja, das hat also auch durchaus positive Implikationen, aber es ist eben Durst. Und die Tatsache des Durstes ist sozusagen hier das, was schon kritisiert wird. Gut, es geht hier ja nicht um das, das soll jetzt nur ein Beispiel sein, ja? Diese achtliedrige Pfad, wie ein ethischer Kontext geschaffen wird, ja, wie wir unser Leben zu führen haben, ja, oder wie wir, durch welche Art von Lebensführung wir Erlösung letztendlich
erlangen können. In der Bhagavad Gita finden wir den folgenden Kerngedanken, und zwar den Kerngedanken, dass wir in allem, was wir tun, letztendlich das letzte Gebot ist, nicht anzuhaften. Nicht anzuhaften heißt, nicht anzuhaften an den Ergebnissen. Das heißt, tue, was zu tun ist, und hafte nicht an den Ergebnissen. Das ist eine Kernbotschaft der Bhagavad Gita. Also nicht eine Botschaft, die sagt, halte dich vom Leben zurück oder auch geh nicht den Durst des Lebens nach, sondern hafte nicht an den Ergebnissen. Ja? Was zu tun ist, das tue. Genieße auch, aber hafte nicht an den Ergebnissen. Meines Erachtens ein sehr, sehr inspirierender Gedanke, ja? Dass wir, der nicht strafend ist oder der nicht Dinge ausgrenzt, ja? Sondern der letztendlich an die Haltung appelliert, ja? Die Dinge zu tun, zu wirken, zu genießen auch, ja? Ohne eben an dem Ergebnis zu haften. Nun, der weitere Gedanke ist, der in den Upanishaden, ich gehe mal wieder zurück zu den Upanishaden, dort auch wieder aufgeführt ist, wie ein Goldschmied, Goldschmied ist hier ein Symbol für den Atman, ja, auch mit der Sonne astrologisch in Verbindung gebracht, also Gold, Sonne, diese Analogie kennen wir ja, wie ein Goldschmied von einem Bildwerk den Stoff nimmt und daraus eine andere, neuere, schönere Gestalt hämmert, so auch die Seele, nachdem sie den Leib abgestillt und das Nichtwissen losgelassen hat, so schafft sie sich eine andere, neuere, schönere Gestalt. Das heißt, wenn die Seele, nachdem sie ein Leib, eine Gestalt abgestreift hat, ja, und nachdem sie das Nichtwissen losgelassen hat, das ist ein ganz wichtiger Gedanke dabei. Das heißt, das ist ja auch in der indischen Esoterik, aber auch in vielen esoterischen Schulen des Westens, dass der Mensch in dieser Kondition, in der wir hier sind, ja, zwischen Geburt und Tod, eben vergessen. Wir haben vergessen, wer wir eigentlich sind. Dieses Vergessen ist auch notwendig, um bestimmte Art von Erfahrungen auch zu machen. Und dann, indem die Seele den Leib abschüttelt, lässt sie das Nichtwissen los und erwacht sozusagen in eine Dimension, nenne ich das jetzt mal, in der Dinge bewusst werden können oder bewusst werden, die uns in dieser dreidimensional zeitlichen Dimension, in der wir hier sind, nicht bewusst oder nicht bekannt sind. Ich habe alle drei, weil ich mich immer hin und her gehört. In den goldenen Versen des Pythagoras, selber beschrieben, das ist im Nachhinein wohl entstanden. Da ist aber so ein bisschen die Quintessenz der pythagoreischen Esoterik enthalten. Und nachdem er gesagt hat, einiges erklärt hat, von wie der Mensch auch sein Leben zu führen hat, unter anderem, dann sagt er, all dessen wirst du Meister sein. Du wirst erkennen, der unsterblichen Götter und der sterblichen Menschen Verbindung, die in allem erscheint und alles überwindet. Das heißt, hier wird erstmal ausgedrückt, der Mensch ist unweigerlich verbunden mit einer transzendenten, göttlichen Ebene, die eben auch die Unterschiede überwindet, auch die Dinge überwindet, die durch Nichtwissen eben auch zu Leid führen. Du wirst erkennen, dass die Natur in allem gleichen Wesens ist. Da wird meines Erachtens der Gedanke der Analogie ausgedrückt. Der spricht ja nicht von Astrologie, aber ich finde, das sind hier drei Dinge, die für die astrologische Verständnis ganz wichtig sind. Nämlich, dass die Natur in allem gleichen Wesens ist. Und du wirst erkennen, dass die Menschen selbstverschuldetes Leid tragen. Das ist wieder in anderen Stellen auch diese goldenen Verse wird auch ganz deutlich ausgedrückt, die Reinkarnationslehre. Reinkarnationslehre war für die Orphiker, Pythagoriker und später auch für die Platoniker und Neoplatoniker ein ganz, ganz zentraler, war eine Lehre, die
eigentlich unangefochten war. Etwas anders sieht es auch bei Aristoteles. Da war Aristoteles, weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich sage, aber da war Aristoteles, streift das Thema gar nicht, ja, oder lässt es völlig außen vor, das Thema Reinkarnation oder Seelenwanderung. Und solche Astrologie-Richtungen wie die Ptolemäus, ja, die sozusagen aus dieser aristotelischen Linie kommen, ja, die sind auch etwas anders. Ich glaube, das sind auch unterschiedliche Strömungen als andere Astrologie-Richtungen, die es im Hellenismus wahrscheinlich auch die Vorherrschaft hatten, die eher der platonischen und hermetischen Philosophie zugeordnet werden kann. Nun, ganz kurz zusammengefasst, die platonische und neoplatonische Lehre spricht erstmal von einem Gott. Auch wenn es in Griechenland viele Götter gab, ja, es ist immer letztendlich ein Gott auch mit gedacht. Ja. Es gibt einen Gott. Ja. Das ist also nicht etwas, was entspricht vom Monotheismus und Polytheismus, das ist ein bisschen verwirrend manchmal, weil die Gedanke von einem Gott ist in all diesen polytheistischen Religionen, zumindest Griechenland und Indien, auf jeden Fall enthalten. Und in einer ersten Emanation, ja, entsteht der Nous, was die Griechen den Nous nennen, also der Intellekt, das ist etwas vielleicht nicht so glückliche Übersetzung, in der die ganzen Formen, die ganzen Ideen, oder wir können sie auch Archetypen nennen, modern ausgedrückt, in der diese ganzen Ideen enthalten sind. Und diese Welt der Ideen ist eine Welt, die jenseits ist von Zeit und Raum. Eine Idee ist etwas, was nicht zeitlich gebunden ist. Sie transzendiert die Zeit. Und das ist auch ganz real so gedacht, dass es eine Welt gibt, ja, der Ideen, eine Dimension, ich nenne es mal ganz bewusst eine Dimension, weil ich glaube, der Gedanke einer Dimension hat auch Zukunft, auch in einem wissenschaftlichen Sinne. Ja, man spricht immer mehr auch von mehr Dimensionen oder von einer mehrdimensionalen Welt jenseits des Raumzeitlichen. Und dass diese Dimension eben jenseits eben von Raum und Zeit. Das heißt, im Sprachgebrauch, im üblichen Sprachgebrauch, das sind ewig. Ja? Wobei diese Ewigkeit nicht Zeitdauer ist. Ja? Ewigkeit ist nicht gleich mit Zeitdauer, sondern auch mit Gleichzeitigkeit. Ja? All das, was in der Zeit entfaltet ist. Und dass dann in einer zweiten Emanation die Seele oder die Weltseele entsteht und dort erst in der Weltseele entsteht die Zeit. Dort entsteht die Entfaltung dieser Formen in der Zeit. Das heißt, das, was in einer höheren Dimension gleichzeitig ist, muss in dieser zeitlichen Dimension nacheinander erfahren werden. Ja? Gleichzeitig gibt es auch wird auch die Ewigkeit darin abgebildet, in dem Zyklus, in der Idee eines Zyklus, eines Kreises. Ja? Und das sind die Sterne natürlich, die Planeten, die Archetypen dafür, ja? In der physischen Welt. Da ist der Kreis ist letztendlich ein Abbild des Ewigen, weil er sozusagen immer wieder in sich selbst mündet. Und gleichzeitig wird dieser Kreis in der Zeit durchlaufen. Ja? Und diese Ebene der Seele, das scheint die Ebene zu sein, ich sag mal anders, die Sterne, die Planeten, die Zyklen der Sterne, die entfalten sich eben in der Zeit. Und deshalb gehören sie zu dieser Ebene. Zwar sind das Archetypen, aber diese Archetypen entfalten sich sozusagen in der Zeit und werden dann in der Zeit erfahrbar gemacht, durch die menschliche Seele. Und als letzte Emanation oder als letzte Stufe hätten wir die Stofflichkeit oder die Natur, ja, wo auch das Prinzip der räumlichen Ausdehnung ins Spiel kommt. Also auf der seelischen Ebene gibt es ein Erleben, ja. Erleben ist zeitlich, ja.
Und in der Stofflichkeit gibt es, könnte man sagen, etwas Erfahrung, konkrete Erfahrung auch im dreidimensionalen Raum. Das ist also ein, das Weltbild, sozusagen, in dem auch die Astrologie, die hellenistische Astrologie eingebettet ist. Wann habe ich Zeit? Das ist von der Zeit. Noch etwa 7 Minuten. Ja. Oh, ja. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen. Gut. In die hermetischen Schriften sind meines Erachtens die Schriften, oder auch meines Erachtens, die hermetischen Schriften sind die Schriften, wo wir am meisten etwas lesen können über die Astrologie. Teilweise auch in manchen platonischen Schriften, neoplatonischen Schriften und hermetischen Schriften enthalten eine Lehre dessen, was Astrologie und was unser Bezug zu den Sternen und zum Kosmos ist. Und hier wird dargestellt, dass Gott oder das Bewusstsein, Intellekt, Bewusstsein, ja, der transzendente Bereich, der hermaphroditisch ist, also weder Mann noch Weib und so weiter, Leben und Licht in einem zeugt mit dem Wort einen schöpferischen Intellekt. Das heißt, es wird ein zweiter Schöpfer geschaffen und dieser schuf die sieben Regenten, welche mit ihren Kreisen die sichtbare Welt umgeben. Das heißt, es gibt eine Schöpfung, ja, in einer zweiten Emanation, in einer Ebene der Zeitlichkeit gibt es die Schöpfung der sieben Regenten, die die Welt umkreisen und deren Walten wir Schicksal nennen. Ja. Das heißt, die Planeten sind ganz klar in diese Ebene zu verorten. Und durch den Willen des Intellekts schuf die kreisförmige Bewegung seiner Geschöpfe aus den nach unten geleiteten Elementen die irrationalen Tiere. Dann wird gesagt, dass ganz ähnlich wie in der Genesis, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schafft und ihn liebt, wie einen Sohn, und ihm übergibt den. Und ihm die Geschöpfe übergibt. Der Mensch, der hier gemeint ist, ist erstmal ein geistiger Mensch, ist der Adam Katmon, der Mensch, der noch nicht inkarniert ist, der noch nicht leiblich geworden ist. Und dieser Mensch will auch erschaffen und es wird weiter, er betritt diese Sphären der sieben Planeten, diese demiurgische Sphäre, wo auch die sieben Regenten sind. Diese Regenten, diese Planetenwesen, können wir sagen, liegen ihm und ließen ihn Anteil nehmen an ihrer Tugend und Würde. Das heißt, es ist ein Bild hier, das dargestellt wird vom Menschen, der sozusagen in die Welt, ja, sprich die Erde, auch zum leiblichen Menschen wird, ja, und dabei sozusagen Anteil nimmt an diesen Kräften oder an diesen Prinzipien, an diesen, diese Regenten der Zeit, die die Planeten darstellen. Ich muss ein bisschen überbrücken. Das heißt, wir sehen hier wir können hier drei Dimensionen sehen. Eine Dimension, die jenseits ist der Zeit. Ja. Das wäre die Achtheit, der geistige Mensch. Die Tierkreiszeichen, die ja ursprünglich auch als Fixsternhimmel auch gedacht waren, ja, die liegen sozusagen jenseits dieser Zyklen der Zeit. Die sind deswegen auch fix. Die sind sozusagen, sie sind an der Schwelle zu dieser geistigen oder transzendenten Dimension. Und der Demiurg, dieser zweite Schöpfer, ist derjenige, der sozusagen das Sonnensystem, also heutzutage in heutigen Begriffen ausdrückt, das Sonnensystem erschafft, damit auch die Zyklen der Planeten, die wiederum. Und der Mensch, der physische Mensch, ja, der in der Sphäre der vier Elementen inkarniert, nimmt Anteil an diesen Prinzipien der sieben Planeten. Das bildet sich ja auch wieder in der Lehre der Chakren, ja, dass der Mensch auch in seiner feinstofflichen Natur auch aufgeteilt ist in sieben Chakren, die wiederum den Planeten und den Planetenkräften zugeordnet wird.
Das ist auch dieser Hermesstab, den kann man ja auch deuten als eine Windungen dieser Schlangen, das ist eine ganz alte Abbildung aus der sumerischen Zeit, als die Windungen der sieben Planeten, beziehungsweise sechs, ja, sechs Planetenpaare, die Domizile des Zodiacs bilden. Nun, aus der schon moderneren Interpretationen, aber das sind Dinge, die auch in einem ganz alten Lehren auch wurzeln, die ja vielleicht eine aus einer philosophischen Betrachtung dargestellt, ist der Mensch, es wird in den hermetischen Schriften ja auch dargestellt, dass der Mensch den leiblichen, die Seele, den leiblichen Körper so bildet, ja, in Entsprechung zu seinen astralen, ja, oder zu seinen Konstitutionen. Ja. Konstitution ist im Sinne einer Astralleibkonstitution, die dann durch den Ätherleib, ja, durch die Ätherkräfte, wie die Anthroposophen sagen, eben dann den Leib heranbildet. Ja. In der Schwangerschaft ist es sozusagen, es ist eine Ausbildung des Leibes und der leiblichen Gestalt, ja, aber auch des Ortes, der Familie, das alles gehört dazu, dass der Mensch sozusagen hineingewoben wird, dass es kräftig ist, wir müssen den Menschen hineinweben, ja, sozusagen in eine physische, leibliche, aber lebendige Gestalt. Das Lebendige natürlich ist nicht denkbar ohne und nicht erklärbar ohne sozusagen auch eine transzendente Ebene. Und dass nach dem Tod die Seele eben durchläuft die verschiedenen Planetensphären, ich kann das jetzt nicht im Detail sagen, weil ich halb umhebe, ist was, dass er die verschiedenen Planetensphären durchläuft und in jeder dieser Planetensphären die Seele sozusagen etwas wieder abgibt oder etwas wieder von dem, wie sie mit diesen Kräften, mit diesen von den Sternen empfangen, haben wir gesehen, die Seele hat ja von den Sternen etwas empfangen, ja, und sozusagen in diesen verschiedenen Stufen nach dem Tod die Seele wieder auch diese verschiedenen Wesensebenen auch bereichert, ja, mit der Art und Weise, wie man mit diesen Kräften, mit diesen Prinzipien, mit diesen Tugenden umgegangen ist. Und dann wiederum im Tierkreis endet dann dieser Weg, das kann man hier in einem hermetischen Text wieder sehr schön lesen, wie diese verschiedenen Kreise durchwandert werden, erst der Mond, ja, die Kraft des Wachsens und Abnehmens, dann der Merkur, die Ränke des Bösen, also diese, gerade es wird hier negativ gedeutet, ja, also sozusagen alle diese Begierden, alle diese Dinge werden abgelegt, ja, und letztendlich erreicht der Mensch dann die Sphäre der Achten, die achte Sphäre, das ist die achte Sphäre, ist die achte Sphäre des Himmels oder des Sternenhimmels oder des Tierkreises, und dort eingeht, ja, sozusagen in die Einheit, ja, wie man heute vielleicht sagen, in die Einheit mit dem, mit Gott und mit dem Vater. Also die Grundannahmen, ich möchte so ein paar Grundannahmen daraus ableiten. Das Universum ist ein lebendiger Organismus, ist eine Grundannahme, die wir auch finden, gerade in diesen alten Texten immer wieder auch ausgesprochen. Es gibt eine Entsprechung zwischen oben und unten. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das heißt, in allem, was in der Zeit beginnt, in der Zeit seinen Anfang nimmt, ist der ganze Plan, ist sozusagen die ganze Entwicklung inbegriffen, ja, ist schon vorausgenommen. Ja. Jeder Mensch folgt demnach auch einem individuellen Plan. Der Mensch kommt zur Welt und ist nicht zufällig durch irgendwelche Strahlenkräfte konditioniert, ja, oder beeinflusst, sondern es ist eher so, dass die Sterne in Resonanz stehen. Das heißt, der Moment der Geburt steht auch in Resonanz. Ja, die Sterne
kräftestehenden Resonanz mit dem Wesen, was dort auf die Welt kommt und einen individuellen inneren Plan hat, der sich in der Zeit entfaltet. Ja? Und letztendlich, die letzte, und hier kommen wir wieder an die religiöse Ebene, die letztendliche Aufgabe des Menschen liegt in der Bewusstwerdung seiner selbst. Und diese Bewusstwerdung ist immer auch transzendent. Vielleicht nochmal, das ne, Zeit ist rum. Noch ein, ja, zwei, drei Minuten. Ja, ja, okay. Für mich folgt daraus, dass das Geburtshoroskop ein Abbild ist der Erfahrung, die die Seele zu machen begehrt, zum Ziel des eigenen Wachstums. Dazu gehört in der Karma-Lehre, dass wir das sozusagen auch ernten, dass wir das erfahren müssen, was wir als Folge dessen, was wir gewirkt haben, eben zu uns zurückkommt. In der anthroposophischen Lehre wird zum Beispiel gesagt, dass der Mensch, nachdem er stirbt, auch in einen Bereich kommt, in dem der Mensch auch sich erinnert und durchlebt, all das, was sein Leben durchlebt, aber auch in einer Form durchlebt, wie andere Menschen das gelebt haben, was man ihnen angetan hat, im Guten oder im Bösen. Und dass dadurch auch ein Begehren entsteht, also wirklich ein Wunsch entsteht in der Seele, da einen Ausgleich zu schaffen. Das heißt, man kann Karma tatsächlich verstehen, nicht als eine Art von Strafe, das sowieso nicht, sondern als eine Konsequenz, aber noch mehr als das, auch als ein tatsächlicher Wunsch des Menschen, eine bestimmte Erfahrung zu machen, um einen Ausgleich wiederherzustellen. Das ist letztendlich das, was das Geburtshoroskop uns zeigt. Diesen Gedanken wollte ich nochmal zum Abschluss bringen. Religion, wie zum Beispiel die christliche Religion, gibt es immer wieder Konflikt, ja, zwischen Astrologie und Religion. Das sind wir immer wieder. Dieser Konflikt ist sehr verständlich, weil Religion, wie zum Beispiel das Christentum, immer das Christentum ist das Beispiel, es gilt aber für andere Religionen auch, zielen auf die Erlösung. Und Astrologie ist erstmal nur ein Wissen darüber, wie wir Schicksal ablesen können. Ja, es ist ein Instrument, um Schicksal abzulesen. Es ist ein Instrument, um dadurch zu verstehen, ja, was die Seele sich vorgenommen hat. Eigentlich ist Astrologie nicht mehr als das. In diesem Sinne ist Astrologie nicht religiös. Sie ist ein Instrument, um das zu erkennen, ja, was des Menschen Schicksal ist. Die psychologische Astrologie ist genauso Schicksal. Wenn wir hier über die Psyche des Menschen vorhersagen, machen wir jetzt auch ein Schicksal. Nur mal die Wahrheit, wenn ich von Schicksal spreche, dann ist das psychologische mitgedacht. Die Religion oder Religionen, die zielen darauf ab, den Weg der Erlösung zu gehen. Und diese Erlösung bedeutet immer, wie können wir frei werden von diesen Schicksalsmächten. Ja? Deswegen dieser Konflikt, der immer wieder auch auftaucht zwischen Religionen, zwischen dem Ziel der Erlösung und dem Ziel des Ablesens eines Schicksalsplanes, was natürlich leicht immer wieder auch fatalistisch wird, im Sinne von, das ist mein Plan und mehr gibt es nicht. Ja? Und dann hafte ich sozusagen an diesem Plan und bin nicht mehr in der Lage, mich als Schöpfer zu erkennen, der diesen Plan geschaffen hat, aber an diesem Plan immer weiter mitwirkt. Und ich denke, das ist der Punkt, wo Religion und Astrologie sich auch treffen und immer auch zusammengehören. Nämlich, dass Religionen oder Spiritualität, oder wie wir es nennen wollen, uns einen Weg bietet, unsere Schöpferkraft, unsere eigentliche Identität zu erkennen, ja, die letztendlich auch dazu geführt hat, dass wir dieses Schicksal erschaffen haben. Und das
ist etwas, was wir hier in dieser dreidimensionalen zeitlichen Welt eben gemäß dem Rhythmus von Erde und Planeten da in der Entfaltung erleben. Das ist das, was Astrologie auch uns bietet, dass es uns sagen kann, wann sind die Zeiten, ja, wo bestimmte Dinge reifen und wo bestimmte Erfahrungen dann gemacht werden. Ich mache mal hier Schluss. Ich denke, damit ist es einigermaßen rund, auch wenn noch ein paar Folien da wären. Ja. Aber bei einem einen oder anderen Punkt drauf einzugehen. Ja, ja, erstmal ganz herzlichen Dank. So, da waren ja auch schon einige spannende Gedanken darin. Ja, wir haben jetzt wieder erstmal Gelegenheit, zu dem Vortrag selber noch Fragen und Punkte anzusprechen. Wer möchte mal hier für einen Punkt ansprechen? Wir hatten ja schon mittendrin hier den Punkt mit dem Karma. Wir haben noch eine Frage. Ja, eine Frage, auch vielleicht nochmal mit diesem Schicksalsgedanken, der also die haben so gesäuft, dass man da jetzt so der Deutsche schuld ist. Ne? Also das ist ja, natürlich ist das in diesem Karma-Gedanken impliziert, dass man, dass bestimmte Ereignisse einfach unvermeidlich sind. Das Leben ist in bestimmten Stationen zumindest festgelegt. Ja? Da kann man nicht umhin, wenn man diesen Gedanken folgt. Und das ist auch in der, also in der griechischen Mythologie, wenn man da mal so die ganz gängigen Geschichten liest, die Odyssee oder Oedipus komplex, nicht komplex, sondern die Geschichte, da wird das ja auch ganz plastisch, wie, also man liest das förmlich raus, wie die Menschen darunter leiden, dass das Schicksal so ist, wie es ist und dass es unabänderlich ist. Wenn man da die Oedipus-Geschichte gerade nimmt, ja, da ist prophezeit worden, Oedipus wird seinen Vater umbringen und seine Mutter heiraten. Und die versuchen das jetzt zu vermeiden, ne? Nachdem also Oedipus geboren ist. Und genau dadurch erfüllt sich die Geschichte. Ja? Und dann ist die Freiheit, besteht eben nicht darin, dass man sozusagen die Ereignisse wählen kann, sondern nur darin eigentlich, wie nehme ich diese Ereignisse an, mit welcher Stimmung, mit welcher Gesinnung, ja, gehe ich in diese Ereignisse rein, entwickle ich mich dann sozusagen nach dem Emanationsschema nach oben, ja, indem ich sozusagen eine gewisse Güte des Schicksals anerkenne, oder habe ich Lust meinetwegen an der Zerstörung? Ja, das wäre dann sozusagen die Entwicklung nach unten. Ja, das ist dann der Freiheitsgedanke, der da drin liegt. Mehr nicht. Ja, müsste ich noch einen Satz dazu sagen. Ich habe Jahrzehnte in der Psychiatrie gearbeitet. Hm. Und da bekommt man viele Schicksale mit. Und für mich wäre es schwer in diese Richtung. Also wenn denke ich an die Scientology-Geschädigten und so. Und dann merke ich, ich sehe gar kein Land, wo ich noch irgendwas vermitteln kann. Da ist so viel zerstört. Also dieses positive Denken, das zu einer Religion schon wird. Und ein Depressiver, der ewig erzogen wurde, positiv denken, nicht mal das kann ich. Und dann landet er erst recht bei uns. Und das ist so ein Punkt, der mir auch immer zu schaffen macht. Gut, ich denke, damit kommen wir natürlich, das ist eben das ist die große Frage. Das ist, ja, diese Realität ist die große Frage, aus der diese ganzen Dinge auch hervorgehen. Das ist eine Frage, die sich die Menschen immer gestellt. Wie kann es denn sein, dass so ein Leid, unfassbares Leid sein kann? Ja. Es gibt aber auch Erfahrungen von... Ich habe selber so eine Erfahrung nicht gemacht, ja, aber es gibt Berichte von Menschen, die Erfahrungen machen, Nahtodeserfahrungen oder Nachtoderfahrungen oder die im Leben aus dem Leib gehen und sozusagen in diese Dimension, ich kann es mal Dimension gehen, und die berichten, dass ein Gefühl sich einstellt oder eine Evidenz sich einstellt, dass alles in Ordnung ist. Auch die Dinge, die so furchtbar erscheinen oder die so irrational erscheinen, dass das in Ordnung ist. Das finde ich sehr tröstlich, ist vielleicht nur ein Trost, ja? Aber es bestätigt, ja, es gibt möglicherweise eine Dimension, oder es gibt eine Dimension, aus der die Dinge, die erstmal für uns völlig unbegreiflich sind, begreifbar werden und in Ordnung kommen. Okay. Clemens? Ja, ist gespannt. Nein.
frage mich so ein bisschen, wie weit wir so, sag mal, jetzt im weitesten abendländische oder antike Kultur mit so der indischen so ein bisschen vermischen können. Also, was Sie da gesagt haben, gerade zu der griechischen Tragödie und der Unvermeidbarkeit dessen, was vorgegeben ist, und je mehr man es versucht zu vermeiden, je tiefer kommt man rein. Und so. Aber die Karma-Lehre jetzt vom Indischen, ich hab, muss sagen, ich habe das jetzt nicht in dem Sinne wissenschaftlich studiert, eher aus eigener ja, Erfahrung, also im Land, ein bisschen. Da verstehe ich inzwischen Karma eben auch so, also hat überhaupt nichts mit Fatalismus zu tun, sondern wir, einerseits bringen wir, wenn man so will, Karma mit, aber auf der anderen Seite schaffen wir in jedem, jeder Minute, jeder Sekunde, in jedem Augenblick schaffen wir neues Karma, nämlich das Zukünftige. Das heißt, wir sind eben auch Schöpfer unserer eigenen, wir sind nicht ausgeliefert wie in der griechischen Antike, eben irgendeinem vorgegebenen Schicksal, dass je mehr wir dagegen anstrampeln, umso sicherer kommt es. Sondern es ist schon, also das Karma-Prinzip hat für mich ein großes Maß an Freiheit und an ja, kreativem Selbstgestalten, ich weiß nicht, ob ich mich überschätze, und auch mit den Begriffen. Also du hattest ja öfter den Begriff Seelenwanderung, soweit ich weiß, wissen die noch besser, gibt es das Konzept der Seele im Indisch, also im hinduistisch-buddhistischen Umfeld gar nicht, sondern es ist ja mehr so ein Geisteskontinuum, was vorkommt. Aber Seele ist, es ist also im Buddhismus ist es so. Ja, ja, der Buddhismus hat diese Seelenvorstellung versucht zu dekonstruieren, aber wenn man sie dann fragt, sagen sie es heimlich dann doch, klar gibt es eine Seele. Ja, aber im Hinduismus gibt es ganz klar die Unterscheidung von Jiva, das ist sozusagen die Seele und Körper. Ja, das ist existent. Ja, und Atman ist sozusagen der innerste Kern und Brahman ist die ganz große Weltseele, ne, in die man dann eingeht, ja, als Atman. Und das ist eben dieser Karma-Gedanke in Indien ist eben auch einer, der Erlösung findet, nur dann, wenn man das Atman erkennt. Ja, wenn man sich aus den Verstrickungen der Leidenschaften sozusagen, wenn man die von oben sehen kann, wie Sie das auch so geschildert haben jetzt, ne, dann ist Erlösung möglich. Das ist übrigens in der griechischen auch so. Ja, ich habe das jetzt mal mit den Mythen so erzählt, aber auch da gibt es dann die Mysterienreligionen, in die Menschen dann eingeweiht werden können und wo sozusagen durch die Erkenntnis, die Selbsterkenntnis, was ist mein wahrer unsterblicher Kern? Im Grunde eine Befreiung von diesem ganzen, wo man aussteigen kann. Ja. Aus diesem ganzen Kreislauf. Das ist nicht so ganz unähnlich. Also, ja. Okay. Ja, ich wollte da jetzt mal anknüpfen an diesen Gedanken, das Geburtshoroskop ist ein Abbild einer Erfahrung, die die Seele zu machen begehrt, zum Ziel des eigenen Wachstums. Also, eigentlich ist doch das Geburtshoroskop ein Abbild von etwas, was vorher geschaffen wurde. Ja, durch die vergangenen Karmen. Deshalb bekomme ich dieses Geburtshoroskop. Aber ich glaube eben, dass in den Gedanken, dass der Mensch auch ein schöpferisches Prinzip hat, gleichzeitig bedeutet, dort ist zwar, ich sag mal so, ein Haus, was ich mir gebaut habe, festgelegt. Aber es ist ja nicht festgelegt, wie ich in diesem Haus herumlaufe und ob ich nicht dieses Haus mit etwas Neuem durchgestalte und etwas hinzufüge im Sinne von schöpferischer Freiheit. Ja. Ja, und das kommt auch eigentlich aus dem, also ich komme sehr stark aus dem Yoga. Und das hat mit der Anhaftung zu tun. Nämlich, dass die Erkenntnis oder dass das Wachsen des Ich oder des Selbst immer mit dem zusammenhängt, was ich neu schaffe, ohne an dem Alten anzuhaften. Weil es ist nämlich, es gibt Leid und es gibt schreckliche Krankheiten. Man leidet furchtbar darunter. Trotzdem kann in jeder Situation, der Mensch ist trotzdem in jeder Situation im gewissen Sinne etwas Neues zu schaffen. Das sieht man auch daran, dass es Menschen gibt, die an schweren, unheilbaren, schmerzhaften Krankheiten, die einen verzweifeln daran, die anderen entdecken ein ganz neues
Lebensgebiet oder eine ganz neue Öffnung. Richtig. Und auch vielleicht heute noch mal in der Plenum noch mal vertiefen. Vielleicht mal ganz kurz dazu antworten. Ich bin völlig deiner Meinung, nur du zu tun. Um in diesem Beispiel zu bleiben, dass die Krankheit auftaucht, das ist eine Option, die im Horoskop enthalten ist. Und ich sage bewusst eine Option. Ja. Es muss nicht diese Krankheit auftauchen. Das, was im Horoskop enthalten ist an Erfahrung, kann sich auch wiederum je nach Bewusstseinszustand und so weiter in einer anderen Option zeigen. Aber es wird sich zeigen. Und das ist das, was das Horoskop mir zeigt. Jetzt ist der Moment, wo diese Erfahrung gemacht wird. Was du daraus machst, wie du dich dieser Erfahrung stellst, das ist dann eben der Astrologie, das ist das, was ich vermitteln wollte, transzendent. Und das ist dieser schöpferische Moment. Der ist nämlich im Horoskop nicht enthalten. Ich kann in dem Horoskop diese schöpferische, nicht letztendlich, diesen Atman gar nicht erkennen. Genau. Und da ist, finde ich jetzt mal doch, einfach aus der Erfahrung als Heilpraktiker, ein ganz wichtiger Moment. Weil es gibt wirklich Menschen, weil das auch lange Zeit so Mode war, ich sage das mal so, man ist an dem Schicksal selber schuld, was sehr bedrückend ist, weil es mit dieser Schuld verstrickt ist. Und dass es dann so lange strömt, ja, ich bin krank, also stimmt etwas nicht mit mir. In Wirklichkeit ist das, nach meiner Erfahrung, ein Zeichen, dass die Seele noch lebendig ist. Weil man muss mal die Lebenswirklichkeit angucken. Dann ist es oft so, dass man Menschen trifft, die sehr, sehr egoistisch, vital und alles möglich und die nicht krank werden. Und dann gibt es viele Menschen, die ich mal sagen würde, wo ich doch sage, eigentlich sind die viel feiner und im moralischen Sinne sehr viel weiterentwickelt, die aber, ich meine jetzt nicht gute Menschen, sondern einfach was meinen, die trotzdem jetzt krank sind. Ja, das heißt, diese Krankheit ist nicht ein Zeichen, dass da etwas falsch gelaufen ist, sondern die ist einfach ein Zeichen, da ist jetzt ein Entwicklungsschritt. Die Seele möchte jetzt einen Entwicklungsschritt nach vorne drehen. Und das ist ja eigentlich eher etwas Positives. Nämlich, ich befinde mich in einem Entwicklungsschritt. Wir kommen jetzt ein bisschen in die Pause, deswegen möchte ich jetzt ein bisschen für deren Gedanken, die ich dort bin, ich auch nicht vergessen. Ich bin dort noch nachher, haben wir ja bewusst die Zeit im Plenum auch nochmal vielleicht vertiefen. Ich werde mir dann auch nochmal merken. Da haben Sie ja noch zwei weitere Wortmeldungen. Möchte ich jetzt vor der Pause auch nicht einfach übergehen. Ist es eine kurze Frage oder nochmal sind Sie nochmal? Es greift eigentlich damit hinein, weil ich habe mich gefragt jetzt mit der Ausführung dieses Karma-Gedankens, dass das Wirken oder Handlung ist. Und da stand da so schön gute Handlung, also gute Taten. Da kommen wir ja gleich so um diese Geschichte. Also ich habe mich gefragt, was ist eigentlich gut? Ja. Das Urteil, was wir heute gehört haben, gut und schlecht, beißen wir uns da gleich wieder selber in den Hintern. Oder ist es ein Ausdruck, dass ich versuche, das Selbst, was ich mitbringe, auch zu erkennen und in den Ausdruck zu bringen? Ist das die gute Handlung? Ja. Oder ist es, was wir so unter gut verstehen, und das geht dann in die Richtung, da geht es nämlich nach dem Urteil. Das ist die Frage, was wird eigentlich darunter verstanden, jetzt mal gutes Wirken? Also den Punkt Karma sollten wir auch nachher nochmal durchaus aufgreifen. Ich würde es gerne im Aufgreifen für später aufschreiben. Ja, ich habe den richtig, ja. Also ich hätte jetzt einfach nochmal die Frage gehabt in Bezug auf den Karma-Gedanken, weil ich da als deutlicher Mensch am Anfang meiner Ausbildung sehr große Schwierigkeiten hatte, dass man anhand eines Radix so Elemente der Mondknotenachsen oder des Vertex auch in diesem menschlichen Leben erkennen möchte. Ja, also quasi irgendwie so ein bisschen über Gott spielen. So war das, ist das bei mir hingeblieben, ja. Und
dass das natürlich wiederum auch so ein bisschen einen fatalistischen Geschmack hat. Ja, was ja eigentlich Astrologie nicht wirklich bedeutet. Ich habe das nicht ganz verstanden, die Frage. Also, oder war es eine Frage? Das war ein Beitrag. Das war eine Antwort. Genau. Das war eine Antwort. Die Frage hatte ich jetzt eigentlich in dem Sinne nicht, aber ein anderer Gedanke wäre auch gewesen, dass ich mir eben bei deinem Vortrag die Frage gestellt habe, inwiefern man diese unterschiedlichen Religionsstrukturen hinweg über tausende von Jahren tatsächlich auf einen Nenner bringen kann, indem man so nebeneinander hinstellt, oder jetzt auch in unserer Zeit, dass man zum Beispiel jetzt die buddhistische Religion als westlich orientierter Mensch, ja, ich meine, wir sind ja nun hier nicht irgendwie durch Zufall, würde ich mal sagen, hier in der westlichen Region geboren und jetzt nicht irgendwie in Indien oder sonst wie. Also wie kann man denn jetzt so diese Religion mal annehmen und dann wieder ablegen, oder irgendwie gefällt mir dies, gefällt mir das. Also das Ganze im Zusammenhang zu sehen mit unserem Geburtssinn, ja, mit unserem Geburtsbild auch und unseren, sage ich jetzt mal einfach, Vertexpunkten oder Mondknoten. Ja gut, das Mondknoten, Vertex, das ist jetzt nicht meins. Ob das jetzt kam. Ja, aber es sind ja Elemente auch irgendwie, die so ja. Aber das Horoskop als Ganzes ist ja ein Abbild. Oder ist ja, aber das sind ja jetzt nur Elemente. Ja. Die werden ja auch in der Astrologie von Astrologen, die sich damit besser auskennen als ich, belegt und vollzogen. Ja. Ja. Und, als karmische Elemente, hat das richtig? Als karmische Elemente. Ja, das ist eben die Frage. Ja, aber in der Astrologie ist es doch so. Naja. Also, gut, also ich würde einfach jetzt bitten, damit wir den Paul jetzt 10 Minuten einmal Luft holen können und dann greifen wir einfach den Punkt auf. Es kommt ja mit dem Kammer gleich, kommen wir auch noch mit. Was haben die Ahnen noch mit meinem Horoskop zu tun? Nein, aber ich meine, das ist eben auch in dem Zeitalter der Ägyptologie, der Ägypter, dass da eben erst von dem Monotheismus tatsächlich, von dem Polytheismus tatsächlich erstmal zum Monotheismus gelangt wurde. Oder dass sich dieser eine Gott aus den vielen Göttern herausgeschaffen hat, das ist doch, das ist erwiesen. Ja. Ja gut, aber in ganz alten ägyptischen Texten ist der Gedanke eines Gottes enthalten schon. Das ist nicht so. Also, nein, das war nicht so. Wir kommen jetzt. Aber vorher nicht. Seit Echnaton. Echnaton, das war der Name. Echnaton. Aber das ist 1300, das ist schon relativ spannend. Ja, aber wie alt ist die Astrologie? Wie alt sind die Ägypter? Also ich meine, das ist ein Buch. Ein Buch, oder? Okay. 10 Minuten Pause, dann machen wir weiter. Okay.